Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wusste, es war eine gute Idee, das heutige Video nicht gestern aufzunehmen, sondern heute, wenn Patch Day ist. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute habe ich einige Ankündigungen für euch. Wir haben erstmal ein neues Event. Ja, A Soldier from the Fusion Dimension, Zora Perse. Ja, war ja schon angekündigt. Der war ja vorher schon irgendwie letzten Monat ein Roaming-Duellant. Und wenn, also es ist bei neuen Charakteren immer so, erstmal kommt so ein Roaming-Event, so wie das von Paradox, was wir gerade haben. Und dann kriegen die irgendwann in ein paar Wochen darauf ein eigenes Event, wo man die auch freischalten kann. Und so das jetzt bei Zora. Zora ist in dem Event freischaltbar, den kann man ab dem 27. steht hier, also morgen 7 Uhr kann man den dann auch freischalten. Und das ist ganz cool, weil Zora dann auch seine neuen Karten mitbringen wird. Beispielsweise Schreckenpelzbär, ja, den wird er als Signature-Karte haben, den kann man dann zum Beispiel freischalten. Und über das aktuelle Event gibt es dann auch noch so Karten wie Schreckenpelz-Tiger und Kuscheltier-Bär. So, was ganz praktisch ist. Dann wurde eine neue Mainbox geleakt. Ja, ist glaube ich noch nicht in den Ankündigungen drin, die neue Mainbox. Aber ja, es soll eine neue Mainbox kommen, ja. Ist auch schon auf Duel Links Meta. Die neue Mainbox heißt einfach Cross Dimension. Und dann gibt es dann halt Support für ganz viele andere Sachen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Kleinen Moment. Wir machen heute wieder so ein bisschen Informationsgedödel. Ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Wissen wir natürlich. Hier, neue Box. Cross Dimension, wie wir hier sehen. Da gibt es dann halt so Karten drin, wie zum Beispiel hier Super Heavy Samurai Support, Ancient Gear Howitzer. Also Ancient Gear Support tatsächlich. Die ein oder anderen Ancient Gear Fans da draußen werden sich freuen. Es gibt Kuscheltier Support natürlich für Zora. Das ist ja in den meisten Fällen dann so, wenn ein neuer Charakter kommt. Push Konami den dann auch immer mit so einem neuen Arc-Type, der dann in der Mainbox oder in der Minibox drin ist. Und was mich als Triple D Fan sehr freut, Triple D Support, ja. Triple D Super Doom King, Dark Armageddon ist zum Beispiel eine UR, genauso wie Odd Eyes Support. Also, es ist auf jeden Fall eine Box, die sehr polarisieren wird, denke ich. Da sind auf jeden Fall viele coole Karten drin. Ob sie Meta werden, keine Ahnung, aber es sind stylische und coole Karten. Es gibt dann auch sowas wie Oblivion King, Abyss Ragnarok für Triple D und ich als Triple D-Fan, ich freue mich da natürlich tierisch drüber. Reprints gibt es dann auch in der Box drin. Wir haben zum Beispiel Breakthrough Skill, ist ein Reprint von einer guten Karte auf jeden Fall, nicht schlecht. Wir haben einen Reprint von Aether und Volcanic Queen. Also es sind auch so Karten, die vorher Selection Box Only waren. Jetzt werden sie auch nochmal für die breite Masse rausgehauen. Dann, wir haben eben schon Tourguide gesehen. Money Move schlechthin von Konami. Es wird ein Tourguide kommen, ja, Tourguide wird released, also der Finster, die Unterweltführerin der Unterwelt, nee, wie hieß sie? Keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißt. Tourguide ist so der gängige Name, ja. Tourguide ist direkt auf 1, also Konami haut den direkt auf 1, die Tourguide, und man kann den Tourguide nur durch Echtgeld bekommen. Ist nämlich in einem 8-Euro-Bundle, ist es, glaube ich, drin, oder ein 10-Euro-Bundle, keine Ahnung. Hier dieses Bundle, wo dann halt 15 Packs von der aktuellen Box dann auch drin sind, plus, halt nochmal der Tourguide. Also ein bisschen Echtgeld muss man für den Tourguide dann zahlen. Finde ich ein bisschen scummy, dass man das hinter so einer Paywall reinhaut. Also das ist jetzt die Vermutung. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber ich gehe mal davon aus. Gibt dann natürlich auch nochmal ein paar andere Karten, die geleakt worden sind. Pinguin-Soldat zum Beispiel und ein paar Phantom Knight-Karten etc. pp. Ich denke mal, die Phantom Knight-Karten kommen dann über das Yuto-Event, was im Mitte Mai kommen sollte, glaube ich. Alle, die sich fragen, wann kann man Yuto freischalten, Mitte Mai kommt wieder ein Yuto-Event. Da kann man auch Yuto wieder freischalten. Und dann gibt es auch nochmal hier diese beiden neuen Phantom Knight-Karten. Wahrscheinlich. Unten gab es dann auch nochmal eine neue Duellantin, Rio Castle, keine Ahnung wer es ist, sieht aber ganz sympathisch aus auf jeden Fall, hat dann irgendwie so Blizzard-Karten anscheinend, hier, Blizzard Falcon und auch diesen Pinguin-Soldat, kenne ich nicht, ist aus einem Anime, den ich nicht gesehen habe, also aus einem Anime-Teil von Yu-Gi-Oh! Ja. So viel auf jeden Fall dazu, ne? Wurde auf jeden Fall eine Menge neues Zeug angekündigt. Wann genau die Box kommt, weiß ich jetzt nicht. Steht da ein Release-Datum? Nope, steht da nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die spätestens nächste Woche sollte die da sein, denke ich mal. Ne? Und das ist dann auch wieder ganz gut, weil dann gibt es neue Karten, neuen Content etc. pp. So, das war aber immer noch nicht alles. Es geht noch weiter. Was ist denn jetzt noch passiert, Regi?
Leute, Levelerweiterung. Keine Ahnung, wo das angekündigt war, aber es gibt eine Levelerweiterung. Jeder Charakter aus Yu-Gi-Oh! Arc 5 kann jetzt 5 Level weiter trainiert werden, beziehungsweise gelevelt werden. Und zwar war vorher das Max Level 30, hier zum Beispiel bei Dekton. Jetzt ist das nächste Max-Level 35 und damit verbunden sind natürlich erstmal ein paar Gems, die dann nochmal neu dazukommen und noch besser, neue Karten. Triple D kriegt einfach High King Genghis. High King Genghis. Wow. Freut mich sehr. Ja, ist ein One-Off, den brauchst du aber eigentlich auch nur einmal für diverse Kombos. Freut mich, ja. High King Genghis nehmen wir natürlich für mich als Triple D-Fan auf jeden Fall ganz cool. Yuto kriegt dann zweimal, weit weiß ich, Künstlerkumpel, Schädel, Akrobat. Kenne ich nicht, vielleicht ist es ganz gut für Künstlerkumpel. Gelendo kriegt man dann auch nochmal. Man kriegt Super Heavy Samurai Support, ne? Super Heavy Samurai Dampfzugkönig ist dann zum Beispiel auch verfügbar mit 4800 Def. Das ist schon eine Menge. Und wir kriegen hier auch noch Super Heavy Samurai Support, was auf jeden Fall auch nochmal einen Blick dann wert ist, wenn das Deck dann wieder draußen ist. Ja, Künstlerkumpel bekommen den befreienden Komiker. Und Yuto bringt dem Deck nochmal eine Fallenkarte, die, glaube ich, neu ist. Ich meine, die Fallenkarte ist neu, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich meine, das ist eine neue Fallenkarte. Die Phantomritter des falschen Magnetrings und nochmal die Phantomritter des verfluchten Speers, aber der ist nicht neu. Das ist dann einfach nur nochmal die dritte Kopie in dem Fall. Ja, Levelerweiterung, wie gesagt, heißt mehr Gems für die Leute, die Gems brauchen zum Beispiel, aber auch neue Karten, ne? Zum Beispiel für Declan bzw. Triple D, was mich, wie gesagt, als Triple D-Fan total freut. Erinnert ihr euch noch letztens, als ich gesagt habe, ich will neuen Triple D-Support? Jetzt ist es soweit. So, das aber mal zu den neuen Infos. Wie gesagt, neues Event von Sora ist draußen. Sora ist dann ab morgen freischaltbar. Was wir jetzt nochmal machen können, ich kann jetzt nochmal hier rein. Und könnt mir hier theoretisch nochmal ein paar Sachen holen mit den Ressourcen, die ich hier habe. Ich kann da zum Beispiel diesen finsteren Highlander, das mache ich immer mit den Coins, die ich dann übrig habe, zu einer Prismatic umwandeln. Ha, ist jetzt nicht wirklich nötig, ne? Prismatics für den einen oder anderen bestimmt nicht so wichtig, aber ja, ich finde Prismatics zu haben ist eigentlich ganz nice. Ergebnisbooster finde ich auch immer ganz gut. Die gönne ich mir auch nochmal, genauso wie hier diese ganzen XP-Booster und meinetwegen auch nochmal hier diesen Extra-Karten-Scheiß. Also nutzt eure Ressourcen, ist jetzt nicht wirklich viel, aber lieber haben als letzten Endes nicht haben, sage ich da immer. So, was ist das hier noch vom KC Cup? Können wir da irgendwelche Packs öffnen? Wow, wir können eine Menge Packs öffnen. Gibt es hier irgendwas Cooles in den Packs drin? Elementar halt Phoenix Enforcer. Okay, was waren den anderen? Orbital 7. Was ist das? Okay, da habe ich dreimal den Neos, das ist fein. Und hier, was gab es hier? Okay, dann machen wir doch mal diese neuen Packs auf. Ich hätte gerne diese neue Karte hier. Alter, Pack Opening, der Extraklasse, was ist hier los? Ja, wir machen heute auch nochmal ein bisschen reguläres Gameplay, werdet ihr natürlich dann später auch sehen. Ich stelle euch heute nochmal Gladiator Beasts vor. Gladiator Beasts müssen natürlich auch mal wieder sein. So, was haben wir hier? Freundschaft? Ich brauche keine Freundschaft. Wait, das klingt ziemlich einsam. Das klingt ziemlich einsam. Ne? Ich brauche keine Freundschaft. Das ist klingt nach einem traurigen Leben. Okay, ist aber genug hier. Ne? Also vielleicht brauche ich doch keine Freundschaft. Das ist mir dann doch ein bisschen zu... Da ist mir jemand hier zu anhänglich. Das gefällt mir nicht. Hallo? Warum gibt es denn hier nicht so eine Massenöffnungsfunktion? Ah, da ist er! Phoenix Enforcer. Den wollte ich haben. Ja. Also den Phoenix Enforcer haben wir jetzt auch nochmal. Jetzt brauchen wir den Phoenix Enforcer aber natürlich noch zweimal. Genauso wie ich Orbital 7 auch nochmal zweimal brauche. Ist natürlich jetzt nicht so toll. Ist nicht so, als ob ich das unbedingt brauche. Aber fürs Playset ist es natürlich ganz nice. Warum so viel Freundschaft? Das gibt's doch nicht. Anyways, wir spielen heute Gladiator Beasts. Ich werde zu den Gladiator Beasts aber ganz ehrlich nicht wirklich viel sagen müssen, denke ich. Es ist eine 30-Karten-Version von Gladiator Beasts. Das hat sich ja der ein oder andere gewünscht beim letzten Mal. Zum Beispiel mit unerwarteter Dai und auch nochmal dem Versuchstiger. Ja,
Gladiator Beast erklärt sich ja eigentlich von selbst. Die Boys greifen an. Am Ende der Battle Phase mischen sie sich dann nochmal ins Deck und holen dann nochmal ein anderes Gladiator Beast Monster raus, was dann seinen Effekt triggert. Wenn ihr über einen anderen Gladiator Beast beschworen wird, die können dann auch nochmal Kontakt fusionieren und auch wieder sich Kontakt auflösen, wenn diese Fusionskarten angegriffen haben am Ende der Battle Phase. Und das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk dieses Decks. Ja, ich habe es auch lange Zeit nicht mehr gespielt. Vor allen Dingen in dieser 30-Karten-Version sind einige Karten, die ich noch nie zuvor probiert habe. Aber, ja, wird, denke ich, schon schief gehen. Und wir haben nochmal so eine nice Tech-Karte gehabt wie Santa Claus, ja. Wir können diese Karte spezial beschwören von unserer Hand, indem wir ein Monster des Gegners als Tributbeschwörung anbieten. Und wenn wir diese Karte in der Form als Tributbeschwörung beschworen haben, können wir dem Gegner eine Handkarte oder können wir am Ende des Zuges nochmal eine Handkarte ziehen. Ist also eine ganz nette Removal-Option, letzten Endes. So, Triple D, Player versus Reggie Bang. Okay. Was macht eigentlich Heat Trap hier? Solange du einen Gladiator kontrollierst, müssen alle Monster angreifen, die der Gegner kontrolliert, falls möglich. Einmal pro Spielzug. Du kannst einen Gladiatoren-Ungeheuer-Monster von deiner Hand oder deinem Friedhof ins Main-Deck mischen und dann einen Gladiatoren-Ungeheuer-Monster wählen, das du kontrollierst. Es erhält bis zum Ende des Spielzugs Attacks in Höhe seiner Grund-Dev. Falls diese Karte in der Zauberfahnenkarte durch einen Kartenwechsel zerstört wird, du kannst den Effekt aktivieren. In diesem Spielzug können Gladiatoren-Monster, die du kontrollierst, nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Der Gegner kann Gladiator-Monster die Kontrolle nicht als die Karteneffekte wählen, außer wenn der Battle Lays, falls einer der Gladiator-Monster als Spezialbeschwörer von deinem Main Deck beschworen werden, du kannst einen Gladiator-Monster unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörer von deinem Deck verteilen. Okay, dann machen wir doch folgendes: Zurückweisung der Gladiatoren into unerwarteter Die. So, jetzt müsste der Effekt ja triggern, glaube ich, ne? Genau. Zurückweisung der Gladiatoren. Jetzt ist halt nur die Frage: Was beschwören wir denn? Lohnt sich da überhaupt irgendetwas? Was ist mit dir? Und ich spiele seine fliegende Spieler, seine Zaubernamen, du kannst eine Karte abwerfen, auch reaktivieren und zerstöre die. Keine Once per Turn, ne? Ich meine, damit würde ich den Search negaten. Was ist mit dir? Dich kann ich nicht beschwören. Lohnt sich das überhaupt? Ich meine, ich habe auch die Gladiator Beast Fallenkarte. Für Heraklinos. Ach, den kann ich gar nicht beschwören, den Heraklinos. Das geht gar nicht. Okay, ja, in dem Fall beschwören wir doch einfach mal Istiari, meinetwegen. So, dann können wir Namachia droppen plus Gladiatoren, Ungeheuer Streitwagen. Mal schauen, ob sich das rentiert. Wir werden es sehen. Bin aber eigentlich guter Dinge. Das sollte ja allzu verkehrt sein. Die können ja nicht getargetet werden. Joa, ich habe meinen Namachia. Lohnt sich Namachia überhaupt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Gizaru ziemlich OP. Okay, das Kepler. So, Kepler wird instant negated, weil ich nicht will, dass du einen Free Search bekommst. Genau. Ich habe das Deck selber gespielt. Kepler ist die wichtigste Karte, vor allen Dingen mit dem Skill. Kann der Gegner aber natürlich trotzdem seinen Skill nutzen. Ah, wobei, er braucht den Doom King Armageddon auf seiner Hand, ne? Er braucht Verdammnis König Armageddon auf seiner Hand, sonst kann er den Effekt nicht vollends nutzen. Okay, da ist Orthros. Und Kepler auch nochmal auf der Hand, okay. Kann er Pendel beschwören, ne? Jetzt kann er Pendel beschwören. Oder er aktiviert den Orthros-Effekt. Lol. Okay. Wie war das? Monster, die du kontrollierst, können nicht durch Kampf zerstört werden. Okay. Ja. Das meine Gladiatoren-Ungeheuer können jetzt nicht durch Kampf zerstört werden. Dass die überleben auf jeden Fall. Das ist gut. Dann können wir in der nächsten Runde Bestiari beschwören. Das ist halt, glaube ich, der Vorteil, wenn man Karten spielt, die normalerweise keiner auf dem Schirm hat. Der hat wahrscheinlich jetzt gedacht, das ist Book of Moon oder sowas. Aber das ist einmal diese One-Off-Gladiator Naumachia, was ich da hatte. So, wie viel des Schicksalskönigs, okay. Also hat er den Doom King aber genau auf der Hand? Oh, hat er tatsächlich, okay.
Kommt jetzt der dritte Kepler? Jo. Das heißt, er hat keine Kepler mehr im Deck. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. So. So, da kann ich jetzt Pendel beschwören. Alright. Ja, der Armageddon, der jetzt eben da weg war, kommt. Und nochmal eine Backrow-Karte. Aber die Backrow-Karte ist mir egal und meine Monster können nicht durch Kampf zerstört werden, ne? Wichtig und richtig. Und deswegen habe ich mir ja eben den Bestiari geholt, weil Bestiari in dem Fall ja richtig, richtig strong ist. So, du kannst nicht durch Zauber- oder Fallen-Effekte zerstört werden. Okay. Okay, dann gehen wir doch jetzt trotzdem mal auf Bestiari, ne? Bestiari ist der Way to go. Einmal und zweimal. Bestiari, yalla. Du aktivierst deinen Effekt. Du darfst die Backrow-Karte zerstören. Und musst eigentlich den Armageddon zerstören. Oh, hell no. Wasserloch-Fallgrube. Ja, das ist schlecht. Die Wasserloch-Fallgrube ist richtig schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, Leute. Ja, der Effekt wird leider wunderbar negated. Warum muss das eine Wasserloch-Fallgrube sein? Hätte ich mal nicht die Backrow getargetet, sondern... Ja, dann wäre der Kepler besser gewesen. Da hätte ich Kepler zerstören müssen und... Eigentlich wäre es immer besser gewesen, den Kepler zu zerstören. Weil jetzt kann er immer und immer wieder Pendel beschwören. Die Backrow-Karte, mein Gott, die hätte ich dann halt irgendwie getriggert. Das ärgert mich schon ein bisschen gerade, ne? Das ärgert mich gerade schon ein bisschen. Da war ich gierig. Ey, wait, der greift nicht an. Oh lol, warum hat der Gegner nicht angegriffen? Wild. Warum hat der Gegner nicht angegriffen? Warum hat der Gegner nicht angegriffen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, jetzt kann er nicht richtig Pendel beschwören. Das ist für mich ein Vorteil. Dass er jetzt nicht richtig Pendel beschwören kann, ist richtig, richtig gut für mich. Er blockt sich also so ein bisschen selber ab. Ich glaube, er hat Angst. Er zittert. Zitter nicht! Ich glaube, er zittert gerade. Warten wir, bis er in die Battleface übergeht und dann so entscheiden wir uns für das weitere Vorhaben. Okay, Orthros. Warum Orthros? Er aktiviert seinen Effekt. Was zerstörst du denn? Die Backrow und Kepler? Ach nee, den Orthros. Okay. Dann aktivieren wir den Sturmangriff und zerstören Armageddon. Weil er kann ja Armageddon nicht widerrufen. Na, das ist jetzt der Vorteil, den ich hier habe. Kann er den jetzt hier triggern? Muss eine Quickplay von der Hand sein. Naja, ja, es muss eine Quickplay von der Hand sein. Wahrscheinlich Buch des Mondes, oder? Aber wenn es Buch des Mondes wäre. Nehmen wir mal an, es ist Buch des Mondes. Wait. Ach, okay, gut. Er kann den aus dem Deck, Dinges beschwören. Okay, es ist eine Quickplay. Ist es Buch des Mondes? Dude, what the hell? Woher soll ich das wissen? Gut, greifen wir mit Retiari mal an. Ist merkwürdig, ich weiß, aber es hat alles seinen Sinn und Zweck. Na, hat alles Hand und Fuß. So, jetzt können wir nämlich am Ende der Battle Phase mit Retiari raustaggen. Und was holen wir uns denn? Wir holen uns Bestiari.
poppen, die nervige Backrow. Aktivieren auch nochmal Zurückweisung der Gladiatoren. Ja, Buch des Mondes. Ja, da hat der Gegner eben gemisplayt, weil er hätte ja seine offene Karte hätte er einfach zuflippen können. Hat er aber nicht gemacht. Das ist ein Monster per Turn? Nö, ist es nicht. Doch, es ist ein Once per Turn. Ah, er muss über den Effekt eines Gladiatoren-Ungeheuer-Monsters beschworen werden. Okay, okay, okay. Never mind. So, dann warten wir mal. Warten wir mal ab. Wir haben zwei Bestiaris jetzt für die kommende Runde. Plus einen Sturmangriff. Sturmangriff kann zerstört werden, ne? Über Orthros. Gucken, ob der Gegner das dann auch macht. Auf jeden Fall die Backrow und den Orthros. Ja. Dann aktivieren wir den Sturmangriff und zerstören die Orthros-Karte in der Pendelzone, dass er nicht Pendel beschwören kann. Weil, ja, der Kepler hier hinten, der schränkt den Gegner jetzt gerade schon enorm ein. Okay, da Contract with the Gate. Aber für was ist die Frage, ne? Für was? Was würde meinem Gegner jetzt hier weiterhelfen? Orthros, okay. Kann er nochmal Exit beschwören, ne? Ja, Exit beschwören wäre jetzt hier eine Möglichkeit für den Gegner. Malevolent Sin? Malevolent Sin, it is, okay. Aber hilft dir das überhaupt weiter? Glaube nicht. Glaube nicht, dass er das weiterhilft, Buddy. Versuchstiger. So, was macht die Karte nochmal? Falls ein offenes Gladiatoren kontrolliert, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung auf deine Hand beschwören, du kannst die Karte als Tribut anbieten und ein offenes Gladiatoren-Monster, das du kontrollierst. Misch das gewählte Ziel ins Deck und beschwöre dann ein Gladiatoren-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Okay, ist jetzt nicht so der Burner. Aber wir können jetzt einfach auf Gisarus gehen. 1-2. Kontaktfusion. Gisarus. Gisarus-Effekt. Malevolent Sin plus. Ich meine, er kriegt 1000 Schaden, ne, wenn ich Contract da lasse. Das heißt, ich müsste nur... Machen wir doch lieber das hier weg. Wenn der Gegner dann eh gleich 1000 Damage bekommt. Da haben wir ja Lethal, ne? Machen wir das einfach so. Ich meine, ich hätte ja noch ein bisschen rumfummeln können. Kann ich ja immer noch. Ich kann zum Beispiel mit dem raustaggen. I mean, machen wir das? Warum denn nicht? Schaden tut's ja nicht. Wenn wir einmal Vespasius beschwören und einmal, fügst du ja deine Hand hinzu. So, Vespasius plus Ekest. Ich werde Kest seinen Effekt und kann mir theoretisch sogar nochmal den Sturmangriff auf die Hand nehmen. Ja, macht keinen Unterschied. Wir gewinnen jetzt zwar sowieso, weil der Gegner jetzt 1000 Damage bekommt. So, bumm. Endo finito. Ja, er hätte halt seinen Tod verhindern können, indem er noch MST oder so spielt, aber hat er nicht. Ja, hat er nicht. freut mich sehr. Beatdown war ja auch noch unser Skill, ne, den... Kann man in dieser Liste auch immer noch mal in seinem Kopf haben, ne? Dass man noch Beatdown hat. Aber Gladiatorenungeheuer sind an sich ein Control-Deck, ne? Wie man hier natürlich jetzt auch wunderbar gesehen hat, ne? Wir spielen so die langen Grind-Games. Und selbst so eine Wasserlauffallgrube ist mir in dem Fall egal, weil... Ich kann Kontakt fusionieren, ne? Selbst wenn meine Karten verdeckt liegen, kann ich Kontakt fusionieren. Und werde dann halt... das normalerweise nutzlose Monster in dem Fall noch irgendwie nutzen können. So, jetzt nur die Frage, wie kann ich den Versuchstiger genauestens nutzen? Beschwöre, du kannst dir gerade als Tribut anbieten, um einen von das Gladiatorenungeheuer zu wählen, das du kontrollierst, mische das gewählte Ziel ins Deck und beschwöre deinen Gladiatorenungeheuer als Spezialbeschwörung von deinem Deck und wandelst dich. Okay, interesting. Mache ich da nicht minus 1, nur kriege ich den... Nur, ja, eigentlich mache ich minus 1, ne? Dadurch...
Eigentlich, ja, doch, eigentlich mache ich dadurch ja schon minus 1. Ich überlege so gerade, so, was ist denn Sinn und Zweck davon? Aber, ja. So, Tal der Toten. Mhm. Ist den Gladiatoren-Ungeheuern eigentlich egal? Oder relativ egal? Weswegen ich gerade am Überlegen bin. Wir spielen auf jeden Fall unerwarteter Dai. Für Andal. So, gucken wir mal, ist da irgendwas aktivierbar beim Gegner? Es ist nichts aktivierbar, okay. Dann können wir den Versuchstiger specialen. Wir aktivieren den Effekt vom Versuchstiger. Mischen Andal rein. Wait. Da war es aktivierbar. Irgendein Effekt. Okay, wild. Beschwören wir Bestiari auf jeden Fall mal. So, und wir zerstören die Backrow. Tatsächlich, ich habe mir schon gedacht, dass es Providence ist, aber... Ja, das ist natürlich dann nochmal Next Level. Gut. Wir spielen nur zwei Bestiaris, das ist ziemlich blöd. Das ist sehr, 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 sehr blöd. Den einen haben wir auf der Hand. So, greifen wir einfach mal direkt an. Mischen dann Lakari ins Deck zurück. Ja. Das lohnt sich jetzt hier in dem Fall. Retiari ist nicht nützlich. Murillo auch nicht. Ekest nicht wegen Tal der Toten. Darius nicht wegen Tal der Toten. Bleibt hier eigentlich nur Vespasius, ne? Die Power dann. Ja. Bleibt nur Vespasius. Und wenn der Gegner jetzt nochmal angreifen sollte, kann ich den zweiten Vespasius specialen. Und er crasht dann mit 3300 von dem Fusionsmonster hoffentlich dann rein. Das ist zumindest die Idee. Es ist sogar nur ein 3-Sterne-Monster. Reicht das dann überhaupt für einen Gegner? Ne, dann hat er sogar nur 3200. Das ist ja umso besser. Weil ich kann ja jetzt den Vespasius einfach von meiner Hand raushauen. Genau. Vespasius ist ja sozusagen eine Handtrap. Dann hauen wir dich raus. Du crashst rein und GG. Ja, Tal der Toten hat in diesem Spiel eine Menge gemacht, ne? Wie man hier gesehen hat. So, dadurch, dass jetzt Vespasius gekämpft hat, können wir ihn sogar reinmischen, theoretisch. Ist eigentlich unnötig. Und wir können uns Lakari holen, so. War jetzt nur für einen Flex, ich weiß, aber wir machen es trotzdem. einfach weil wir es können, okay? Yo, Gladiator Beats. War früher schon eines meiner absoluten Lieblingsdecks, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es gerne gespielt. Kennt ihr noch diese Spiele auf dem DS und auf dem Game Boy Advance, diese World Championship Tournament Spiele? Ja, da habe ich dann zum Beispiel dieses Deck doch sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Also gerade als die ersten Gladiatoren-Ungeheuer rausgekommen sind, wann war das? 2006, 2007 rum? Da habe ich die schon sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Die waren schon sehr, sehr spaßig, ja. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen Yari beschwören. Wir könnten jetzt theoretisch in... Wir könnten sogar hier in... Wo ist er? Dominatius, ne? Der ist auch sick. Einfach pro Spielzug, wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, du kannst die Aktivierung annullieren. Falls du dies tust, zerstöre die Karte. Er hat einfach ein Monster-Negate. Und du bestimmst die Angriffsziele für die Angriffe deines Gegners. So. Eigentlich total egal, aber... Keine Ahnung. Ich finde die Karte cool, deswegen würde ich sie gerne einmal summonen. Normalerweise kriegt man solche Monster super, super schwer raus. Aber in dem Fall... eigentlich ganz geil. Dominatius! Bah. Easy. So lobe ich mir das. Ja, Leute. Das war heute eher so ein informationsreiches Video zu den aktuellen Events. Und Gladiator Beasts sind natürlich witzig, wie wir hier gesehen haben. Da hätte man auch einiges Schönes machen können. Das ist die Liste, die ich gespielt habe hier oben. Ne? Und ja, das ist Extra-Deck, ist ja relativ selbsterklärend. Ich habe da ja einmal Heraklinos, dreimal Gisarus, einmal Nerokios, Dominatius einmal und einmal Essadari. Ja, Essadari. Und das ist so die Liste, die ich gespielt habe. Die ist eigentlich ganz cool, findet ihr auch in der Beschreibung des Videos. Schaut da mal rein. Ich stehe jetzt so ein bisschen unter Zugzwang. Na, ich lade das Video jetzt hier erstmal hoch. Und dann muss ich wieder Malochen machen. Ja, ein bisschen arbeiten. Und ja, trotzdem, spaßiges Deck. Spielt es.
ist auf jeden Fall ganz nice. In dem Sinne, lasst mich doch gerne wissen, was ihr von den aktuellen News, Events, was auch immer haltet. Was ihr von Gladiator Beasts haltet, was ihr als nächstes sehen wollt, etc. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin wieder schon reingehauen. Macht's gut und ciao, euer Rigi.